Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir bauen heute die Möbel im Babyzimmer auf und gleichzeitig räumen wir die Möbel aus Leas Zimmer raus. Das heißt, wir machen eigentlich eine komplett neue, ja, überall kommen komplett neue Möbel hin bei den Kindern sozusagen. Und der Schrank steht jetzt schon bei dem Baby im Zimmer. Da. Und jetzt geht's weiter. So, hier steht also der Schrank schon. Der war ja bei Nia vorher drin. Der hat Felix jetzt auseinandergebaut und jetzt wieder aufgebaut. Oh, passt ja gerade nicht durch die Tür. Ja, der passt ja nicht durch die Tür. Der ist über 2 Meter. Genau. Aber der steht jetzt auf jeden Fall wieder. Der steht ja auch schon hier in der richtigen Ecke. Und ich finde, das passt farblich so schön hier in das Zimmer. Also das passt sehr, sehr gut. Sehr schön. Dann werde ich auch gleich nochmal wieder einräumen. So, und bei Lia herrscht das absolute Chaos im Zimmer. Hier steht nämlich ihr neuer Kleiderschrank, den sie natürlich auch braucht. Da haben wir einen gebraucht gekauft. Der ist fast genauso. Ja, ist ganz leer hier, ne? Und so viel Staub. Wahnsinn, was sich da so unter dem Schrank ansammelt. Ja, hier ist Lias Kleiderschrankinhalt. Und hier stand vorher der Schrank und das ist so leer jetzt hier. Das ist echt ein Riesenraum, wenn man, also wenn hier kein Schrank steht, aber kommt natürlich gleich wieder der neue Schrank hin. Hier steht noch das Bett, das stand, also das Babybett stand ja immer hinterm Schrank. Das kommt natürlich auch gleich rüber und der Wickeltisch kommt auch gleich rüber. Aber erstmal jetzt die 2 Schränke, damit wir Lias Schrank auch wieder einräumen können, denn ja, sonst wird es schwierig. Und hier die ganzen Kisten, die auf dem Schrank waren. Das ist ja zum Teil Babykleidung, die ich hätte nachher auch einsortieren kann. Drüben im Babyzimmer. Also das wird jetzt so viel lösen, denn wir haben hier auch noch so viele Sachen. Oh, da steht ihr Name. So viele Sachen, die ja einfach für das Baby schon sind. Und die wir natürlich dann auch ans Babyzimmer räumen können. So, Schrank steht. Felix schiebt ihn jetzt an Ort und Stelle. Guck mal bitte, dass ich nicht ansitze. Ja, noch hast du ein bisschen. Stopp. Das neue Kleiderschrank steht und ist auch schon eingeräumt, zeige ich euch gleich. Und jetzt geht es hier an den Wickeltisch, da holt Felix gerade die Schubladen raus, damit wir die nicht alle ausräumen müssen. Und dann tragen wir den Korpus so rüber. Jetzt brauchen wir den nämlich auch noch ausbauen. Hier sieht es ja aus, aber ist egal. Jetzt müssen wir erstmal den Wickeltisch machen. Sieht so komisch aus, Schatz. Das ist praktisch am Paidi, ne? Da siehst du wieder Qualität. Aber die kannst du bei allen Projekten rausnehmen. Nicht bei Ikea. Achso, ja gut. Aber denkst du, die nochmal extra getestet und du kannst die extra einstellen. Das geht bei dem Ding nicht. Ja gut, stimmt. So, jetzt zeige ich euch nochmal schön das Babyzimmer. So, tada. Wir haben das Bett jetzt einmal an die Wand gestellt. Eigentlich hatten wir es so mitten in den Raum, aber das nimmt irgendwie zu viel Platz weg. Und so gefällt es mir aber irgendwie auch nicht. Also das schauen wir dann gleich nochmal, wenn der Wickeltisch steht, wie das ist. Damit man hier schauen kann, damit man natürlich auch noch genug Platz hat zum Wickeln. Ja, Schrank steht aber. Bett hat Felix ja gerade aufgebaut. Kommt noch eine neue Matratze rein, da haben wir eine neue bestellt. Sollte jetzt auch jeden Moment kommen. Genau. Thank you.
Lieben, Zimmer ist soweit eingerichtet und jetzt ja, geht's ans Babysachen einsortieren, Wickeltisch einsortieren, alles einrichten, alles aufräumen. So sieht das hier aus. Zack. Ich zeige euch das gleich nochmal genauer. Ich habe jetzt hier gerade schon die Kisten von Lia rübergebracht. Das sind alles die Babysachen. Ganz viel natürlich, was Lia zu klein ist. Also die ganz kleinen Sachen sind tatsächlich nur hier drinnen. Und der Rest ist alles, ja, was denn die Kleine irgendwann mal tragen wird. Hier habe ich auch noch eine Kiste, einmal die Stoffwindeln und einmal Sachen fürs Wochenbett und sowas. Genau. Und jetzt werde ich noch den Rest drüben machen, weil bei Lia sieht es auch aus. Hier stehen noch die Schubladen vom Wickeltisch und sowas. Das muss ich jetzt alles sortieren. Und bei Lia habe ich jetzt auch schon ein bisschen hier, also ihre Klamotten, die vorher gehangen haben, hängen jetzt auch wieder auf beiden Seiten. Genau, hier habe ich noch ein Körbchen. Da sind zu große Sachen drin und zu große Schuhe, aber ich finde das Körbchen hier sehr süß. Genau, und jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache, weil ihre ganzen Klamotten ja bis jetzt immer im Wickeltisch waren. Und ja, da muss ich jetzt noch mal schauen, wie ich das einsortiere im Schrank. Weil irgendwie fehlen mir hier auch noch irgendwie noch ein Regalbrett hier zwischen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mir irgendwie zu groß, das Fach. Aber da schaue ich nochmal vielleicht irgendwie mit Körbchen oder sowas, wie ich das ja, hinbekomme. Jetzt muss ich erstmal weitermachen, damit das Chaos hier noch beseitigt wird. Und dann muss hier auf jeden Fall auch noch gewischt werden, hier wo der Wickeltisch stand. Seht ihr? Ganz viele Bälle und sowas. Und ihr Bett ist auch noch voll. Da haben wir alles vom Wickeltisch reingeschmissen. Hier ist ein Babybauch. Genau. So, jetzt will ich aber erstmal weitermachen, wie gesagt. Schauen, dass ich hier Herr der Lage werde. So, meine Lieben, es ist Montag, es ist der nächste Tag und wir waren eben oder heute Morgen bei IKEA und haben ein paar Sachen gekauft. Das wollte ich euch jetzt gerade zeigen. Ich habe das schon alles ausgepackt und eingeräumt und sowas. Aber wollte natürlich auch noch ein bisschen was zeigen für alle, die bei Instagram nicht dabei sind. Da gab es nämlich auch schon ein Haul. Zack, genau. Und wollte euch dann einmal zeigen, wie weit wir hier gerade sind im Zimmer. Weil wir haben noch so ein bisschen dekoriert gestern, ein bisschen aufgeräumt. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Also einmal habe ich hier, das hat Lia gerade schon ausgepackt, ein Set Bettlaken gekauft. Das passt ja bei beiden Mädels. Also einmal ein weißes, ein rosanes und einmal Bettwäsche für das kleine Baby. Habe ich mich hier so für Punkte entschieden. Richtig schön fand ich die. Lia hat auch noch ein Set gekriegt. Dann haben wir hier oben ein Mobili ran gemacht. Das verlinke ich euch mal in der Infobox, den Shop. Ich finde das so süß. Lia hatte damals ihre Schildkröten so als Motto und die kleine Maus sollte das Thema Schafe kriegen. Und ich finde das so schön mit diesem kleinen Schäfchen hier. Sieht richtig süß aus. Genau. Und das andere kann ich euch leider nicht zeigen. So, nehme ich einmal hier Buchstaben weg. Genau. Hier habe ich nämlich noch so zwei Körbchen hingestellt. Ich weiß noch nicht, ob die hier bleiben, aber... Passt, finde ich, auch sehr, sehr gut hier hin. Ja. Haben wir gerade bei IKEA noch einmal eine Vase mit so ein paar Blümchen gekauft. Das soll nachher hier auf das Regal. Das hier bringt Felix heute Abend hier an. Da muss er jetzt noch heute nochmal Dübel kaufen. Und dann kommt das auch nochmal drauf. Finde ich auch richtig schön. Hier steht ja gerade das Bett. Da sind nur ganz, ganz viele Sachen noch drin für die kleine Maus, die wir gestern einfach nur reingeworfen haben. Unter anderem auch hier Lulalove, einmal die das Bettzeug sozusagen. Jetzt schaue ich gerade nochmal nach einem neuen Himmel. Da fehlt noch was irgendwie. Da wollten wir gerne so einen schönen Himmel haben, so schönes Weißes. Genau, im Kleiderschrank sind wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel weiter gekommen.
Nee. Außer, dass ich hier jetzt die Mini-Mini-Mini-Bibi-Sachen habe. Also 50, 56. Das würde ich jetzt alles einsortieren die nächsten Tage. Und die restlichen Kisten haben wir alle nach oben gebracht, da, so wie bei Lia damals. Das sind einfach alle Sachen, die noch viel zu groß sind. Genau, und hier habe ich auch schon ein paar Sachen einsortiert. So kleine Sachen, die ich noch so gefunden habe. Ein Overall hier und die Schlafsäckchen. Genau, und da oben liegen jetzt noch Decken. Und hier so eine Kiste mit so ein paar Sachen drin. Mal gucken, wie ich das alles dekoriere. Hier unten habe ich aber auch schon alles voll. Lia, darf ich mal? Hier sind noch zum Beispiel unsere Tragen und sowas drin. Hier unten ist auch ja, alles, was wir halt noch so bei Lia auch drin hatten. Hier ist zum Beispiel ganz alles voll mit Bettlaken und sowas. Genau. So sieht es hier gerade aus. Und hier ist ja Lias Schrank. Den haben wir jetzt auch gestern schon eingeräumt. So sieht das aus. Ja, mein Schatz, gleich. Diese Kiste habe ich heute auch nochmal besorgt und nochmal extra Regalböden hier für den Schrank, weil ich finde, hier muss einfach noch ein Regal rein und da kommt dann die Kiste so oben raus sozusagen. Das ist jetzt wegen den Stoffbündeln hier. Auf der anderen Seite auch noch Klamotten und hier haben wir auch überall so ihre Klamotten, die halt so im Wickeltisch waren, auch alles einsortiert. Und hier die Ecke, wo der Wickeltisch stand, da haben wir jetzt ihre Sitzecke hingetan. Ich finde, das passt nämlich total gut hier hin. So sieht die Ecke aus. Da haben wir auch noch so ein kleines Holzschildchen hingehängt. Auch richtig süß. Genau, und sonst herrscht hier absolutes Chaos. Müssen wir alles noch aufräumen. Die Kisten habe ich auch noch bei Ikea mitgenommen heute. Und Stoff haben wir auch noch gekauft. So, lasst euch nicht von der Wäsche beeindrucken. Die musste ich hier gestern einmal kurz zwischenparken. Wir haben nämlich Lias Bett auch noch so ein bisschen verschönert mit so ein bisschen Tüll, wie ihr seht. Ich fand, das sah einfach so nackig aus und deswegen habe ich einfach 4 Meter Tüll bestellt und habe das hier jetzt einfach so rumgebunden, so als kleinen Himmel. Das finde ich noch nicht so optimal. Ich glaube, ich binde das einfach fest mit so einer Schleife oder sowas. Genau, aber ich finde das so schon mal viel besser als vorher. So, und das wollte ich euch auch eigentlich nur gezeigt haben. Jetzt geht es eigentlich nur noch ans Einräumen von den Babysachen und sowas. Lias Zimmer ist soweit fertig, außer dass hier halt noch ein Teppich fehlt. Und ja, dass wir hier aufräumen müssen unbedingt, aber ja, das kommt dann alles noch. Und ich würde sagen, ich nehme euch dann beim nächsten Mal wieder mit, drüben im Babyzimmer, wenn wir die Sachen einsortieren. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!